Dennis, in der Rückschau auf das Spiel in Hannover bleibt eine gute Leistung, die am Ende leider nicht belohnt wurde. Wie siehst du die Partie? Ja, ich glaube, man hat es schon direkt nach dem Abpfiff gemerkt. Wir waren brutal enttäuscht, weil wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Waren gut drin, hätten ja, das 2-0 machen müssen. Und ja, ist uns leider nicht gelungen. Und am Ende verlieren wir das Spiel 3-1. Und man hat einfach nach dem Spiel gemerkt, dass wir danach echt alle brutal enttäuscht waren. Wie seid ihr als Mannschaft dann damit umgegangen? Ja, natürlich ist es hart in dieser Situation. Aber ich glaube, gerade jetzt heißt es jetzt erst recht, wir müssen alle jetzt zusammen gemeinsam daran arbeiten, dass wir jetzt punkten und in den Lauf kommen. Weil wir brauchen einfach die Punkte und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Welche spezielle Aufgabe kommt dir als Kapitän in der Situation zu? Ja, na klar muss ich vorangehen in der Situation. Ich kenne den Abstiegskampf sehr gut. Ich spiele ihn leider schon viele Jahre, aber eigentlich immer sehr erfolgreich gewesen am Ende. Und deswegen kenne ich die Situation und will einfach vorangehen, dass wir das am Ende packen und in der Liga bleiben. Auf was wird es gegen Fürth ankommen? Ich glaube, erstmal ist das Wichtigste, dass wir alle zusammen, auch ihr Fans, dass wir alle zusammen daran arbeiten, dass hier ja, eine sehr, sehr positive Stimmung ist, dass wir Vollgas geben von der ersten Minute an und dass wir das Spiel rocken am Ende. Danke dir.